Damit wieder zurück an den Krupeiner See, ein besonderes Juwel hier in dieser Gegend, befindet sich am Sternweg Nummer 5. Es ist eine Sternwarte mit einer Kuppel, einem Teleskop und allem drum und dran. Der Sternwarteleiter ist Christian Zechner, der jetzt für Radio Kärnten eine kleine Privatführung veranstaltet. Herr Zechner, was tut eine Sternwarte genau da? Ja, die Entstehungsgeschichte geht in die 1950er Jahre zurück. Da hat sich der Herr Ingenieur Helmrich Lamprecht hier angesiedelt. Er war scheinbar vom Kärntner Nachthimmel so fasziniert, dass er sich hier dann in seiner Pension eine Sternwarte auf sein Wohnhaus hinaufgebaut hat. Ja, es ist wahrscheinlich die älteste Privatsternwarte Österreichs und wahrscheinlich die einzige, die komplett handgefertigt ist. Und das macht eben diese Sternwarte hier so besonders. Er hat hier einen massiven Betonsockel gegossen über der Garage und darauf hat er dann eine deutsche Montierung oder parallaktische Montierung gebaut. Diese Montierungen bekommt man heute von der Stange. Er hat sie allerdings selbst konstruiert und dann auch gebaut. Eine besondere Raffinesse von dieser Montierung ist die Umschaltung zwischen Stern- und Mondgeschwindigkeit. Ja, das ist also etwas, wo man heute eigentlich gar nicht mehr drauf kommen würde, weil der Unterschied so marginal ist und er hat das dann mit einer unterschiedlichen Zahnradübersetzung realisiert und da sieht man schon, welches technisches Geschick er da gehabt hat beim Bau. Das heißt, wenn man da die Kuppel öffnet und hinausschaut, momentan können wir sie nicht machen, weil es regnet, aber dann muss sich sozusagen dieses Gerät mit den Sternen mitdrehen, sonst hätten wir ja ein verschwommenes Bild. Die Erde selbst dreht sich ja am Äquator mit über 1600 Kilometer pro Stunde und diese Erddrehung müssen wir natürlich mit so einer mechanischen Nachführung ausgleichen, damit uns dann das Himmelsobjekt nicht gleich wieder aus den Fernrohren entschwindet. Wenn sich Leute jetzt dafür interessieren, gibt es da Führungen, hat man eine Chance, an dieser Leidenschaft da teilzuhaben? Wir haben heuer die Sternwarte im fünften Jahr jetzt für die Besucher geöffnet. Öffnungszeiten sind von Mai bis Oktober, wobei Mai, Juni und Oktober wir Sonderführungen nach telefonischer Voranmeldung veranstalten und im Juli und August, also in der Hauptsaison, machen wir 2 bis 3 Führungen circa die Woche, abhängig von der Wettersituation. Christian Zechner, was macht ihr für Beobachtungen? Gibt es da irgendein Forschungsprojekt, wo ihr mitarbeitet? Wir sind rein ehrenamtliche Hobbyastronomen, die dann im Herbst, Winter ihre eigenen Fernrohre ins Auto packen und dann an die dunkelsten Orte in Kärnten fahren, so wie zum Beispiel der Dobratsch oder auf der Nockalmstraße die Eisentalhöhe. Das ist unser Steckenpferd. Für alle, die von diesem Fieber noch nicht gepackt sind, was fasziniert Sie persönlich an den Sternen, an der Beobachtung des Himmels? Das kann man so in Ansatz schwer sagen. Es ist vor allem die Beobachtung in der frischen Luft. Es ist diese Vielzahl an Objekten, die der Himmel wirklich bietet, sei es jetzt die Sternschnuppen, die so immer um den 10. August niedergehen, oder der Mond, der uns natürlich jeden Tag ein anderes Gesicht zeigt. Saturn wird heuer im Sommer eine der Hauptattraktionen dann in der Sternwarte spielen. Und dann kann man weitergehen zur Nachbargalaxie Andromeda, die schon 2,3 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Und wir haben heuer auch schon einen Quasar beobachtet, ein irrsinnig weit entferntes Objekt, das knapp 3 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Also das sind natürlich Dimensionen, die sich jeder menschlichen Vorstellungskraft entziehen. Und wahrscheinlich liegt genau darin die Faszination. Und nachspüren kann man das in der Sternwarte in St. Kanzian am Sternenweg 5. Man sieht die Kuppel schon von der Hauptstraße und dann ist man gleich da. Dankeschön, Christian Zechner. Und gibt es einen Gruß, den die Sternenbeobachter haben? Ja, den gibt's, nämlich Clear Skies. Und das wünschen wir uns alle natürlich, dass der Himmel sich bald wieder aufklärt.